Erste Folge von The Night of the Rabbit. Wir starten jetzt mit euch in das Spiel, das uns schon vor Beginn völlig in seinen Bann gezogen hat, aufgrund dieses wunderschönen Soundtracks. Also auch wenn ihr das Spiel nicht spielen wollt, weil Point-and-Click-Adventures nichts für euch sind oder halt einfach dieses Spieldesign nichts für euch ist, besorgt euch den Soundtrack, der ist super. Und ja, wir starten jetzt mit euch mal direkt ins Spiel. Und ja, ich will ein neues Spiel starten, uns ist vorher ein kleiner Fehler passiert, aber wir haben noch nicht mal das Intro zu Ende geguckt, also immer noch völlig blind. Wie immer. Und so beginnt es. Die große Stunde meines Schülers. Wäre ich nur dort gewesen, ich hätte alles verhindern können. Ich glaube, wir müssen irgendwas machen. Ist schon Spiel. Ach je. Merkwürdige Gestalt. Das sind wohl wir. Das Häschen. Also die Musik erinnert mich ja an Herr der Ringe oder den Hobbit oder was noch so. Ja. Ach, einfach also schön. Herr der Ringe und Hobbit passt schon. Ich klicke einfach mal hier. Wer bist du? Bist du etwa stumm? Na, ich hoffe doch nicht. Können wir reden? Soll das heißen, du weißt es nicht? Hast du dich verlaufen? Ja. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Naja, aber ich kenne mich hier nicht aus. Also ja. Ja. Wir haben uns verlaufen. Ja. Oh. Dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte? Ja. Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht? Klar. Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mit Geschichten kenne ich mich gut aus. Aber du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen. Och, na ja, vielleicht. Nein, Rafiki. Nein? Der erinnert mich an den. Na gut. Wenn wir deinen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es war einmal. Oh Gott, ist das süß. Folge mir. Er hat eine voll sympathische Stimme. Total. Das haben sie auch geschrieben, dass sie sich bei der Synchronisation unendlich viel Mühe gegeben haben. Ich glaube, irgendwie 40 verschiedene Synchronsprecher wurden daran gezogen. Wahnsinn. Da bist du ja. Jetzt müssen wir nur noch deinen Anfang finden. Selbst wenn man sich verliert. Anfänge findet man überall. Und nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Und so viele Botschaften. Sofort erkennen. Ein Anfang duftet nach Frühlingsluft und der Hoffnung auf mehr. Ein Anfang ist, du weißt schon, aber Enden sind ganz anders. Oh ja. Verstehst du? Ja. Ja, wir verstehen. Oh ja, wir verstehen. Ja. Wirklich? Ich habe schon lange niemanden mit so einem scharfen Verstand getroffen. Oh Gott, das ist süß. Wer ist denn ihn? Hast du eben etwas gehört? Ja, gesehen auch. Der Nebel muss meiner Fantasie einen Streich gespielt haben. Es ist kalt geworden, findest du nicht? Folge mir. Wir haben ja einen Mantel an, wir frieren nicht. Ja, ich aber bei der Knochengestalt, da würde ich auch frieren. Der hat ja nichts anderes am Blatt, oder was ist das? Holz. Das erinnert mich ein bisschen an Totoro, oder? Also an Studio Ghibli? Ja. Diese Waldgeister, die haben doch auch so ein Gesicht. Das ist dein Anfang.
Du hast wirklich Glück, dass ich über dich gestolpert bin. Alleine hättest du deinen Anfang bestimmt nicht gefunden. Ich verstehe. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Alice im Wunderland? Naja, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Es sei denn, der Nebel wird noch dichter. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Naja, dann werden wir uns wieder hören. Ja. Marco. Bruno. Aber das ist niedlich, dann heißt das wohl, dass diese einzelnen Felder... Sind die einzelnen Kapitel. Die einzelnen Kapitel oder so. Es erinnert mich an eine Figur aus einer meiner alten Geschichten. Siehst du? Hoffentlich verläuft er sich nicht. Nicht mal ich könnte sagen, wo er landet, wenn er hier verloren geht. Oder wann. Also, dann wollen wir seinem Anfang etwas auf die Sprünge helfen. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. Voll süß. Oh, Hobbit. An einem Ort, das dort, wo du jetzt gerade bist. Wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst. Was sowas von. Ist es für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen. Um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein. Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun. Bald, mein Schatz. Doch jetzt musst du ruhen. Oh, so reimst du. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft. Gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Guck mal, die Schafe. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. Der Kopf. Ach, ist das niedlich. Schön gemacht. Da hat der Hasi im Vordergrund. Oh, die Augen. Wir versuchen nebenher noch einen Screenshot zu machen. Alter. Fürs Thumbnail. Aber das ist nicht schlimm. Wenn ich den schwarzen nehme, dann kann ich das ausblenden. Das ist kein Problem. Okay. Aber den davor fand ich was schöner. Oh. Hopping ihn lässt grüßen, ey. Der hat einen Fumurin. Oh Gott. Ja? Ja? Stimmt. Aufstehen, du Schlafmütze. Ich bin gerade so neidisch. Oh nein, die Schule. Ich komme noch zu spät. Na, mal los. Wie schön die Sonne draußen scheint. Aber echt mal, Jerry. Du willst doch nicht deine ganzen Sommerferien verschlafen. Ferien von wegen Schule. Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry Schatz. Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen. Ach, in 2 Tagen geht die Schule wieder los. Können wir Möhrchen pflücken? Noch 2 Tage Abenteuer. Jeden Morgen mit dem Frühsport. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Oh, was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter. Die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Krähen? Haben zu viel aber gefeiert. Bloß nicht ausruhen und einrosten, sonst macht man es ihnen morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit. Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Aha. Ach, ich sehe wow. Das Kreuzchen direkt vor mir. Ach, also. Sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Aber warum aussteigen? Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Ha, Schlauberger. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Ich krieg gleich 3 Schreikrampf, das ist echt so süß. Klick. Ein schöner Mauszeiger. Habe ich mir vorgestellt. War sofort da. Fein gemacht. Fein gemacht. Und so können Sie alles angehen. Ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen.
Einfach nur anklicken. Das mache ich morgen beim Bäcker. Ich hätte gern das Brötchen. Oh, Klick. Ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Oder stell mich in den Supermarkt vor Süßigkeitenregal. Klick, klick, klick. Ja, da wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder einfach nur anklicken. Klick. Ob ich das schaffe? Oh, das ist schwer. Aber hast du gesehen? Eben war nur eine Hand da, jetzt ist es ein Mund. Ja, aber schwer. Ja, probier es mal. Ich hab probiert. Ich spreche doch nicht mit einem Radio. Nee, ich finde das zweite süß. Ich grüße meine Mami und meine Oma und die Frau Müller von nebenan, die immer so leckere Kekse backt und meine Katze, die Hilde. Hilde? Die ist schon 18 und hat nur noch ein Auge. Und ein Zahn. Kann ich mir so gut die Katzenfutter fressen. Nee, aber die Hilde ist mir ganz liebe. Ja, letztlich immer drei den von mich. Also was jetzt? Mutter grüßen. Oh Gott. Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, das haben Sie gut gemacht. Guck mal, Mutti freut sich. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Total. Du hast recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Frühsport? Ich bin sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Feier, der ist gut. Und wissen Sie was? Nichts. Das können Sie. Was? Sie können das. Und weiter geht's. Ich einige Dinge kann man das. Und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Immer schön angucken und einsammeln. Also angucken suchen Sie und sich einsammeln. Einen Gegenstand zum Angucken. Und einsammeln. Los. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden? Na dann los. Oh Gott. Oh Gott, was war's jetzt? Das Fass? Ich weiß nicht mehr genau. Das Fass, das Fahrrad. Nein, Mutter? Die Mutter einsammeln. Dir, das Glöckchen. Nein, das Tuch. Nee, ich glaub's war der Korb. Ich klicke mal drauf, ja? Versuch es mal. Okay. Leerer Korb. Wie war das? Einklicken. Ja. Das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Oh, hast du den Rucksack gesehen? Ja. Indem wir das Mausrad nach unten drehen. Oh. Oder die I-Taste drücken. Mann, oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach ich will drehen. Ich muss doch meine Muskeln dehnen. Ja, dreh mal. Ich dreh. Tut das nicht. Ihr Inventar. Hier können Sie mehr sammeln, als Sie glauben. Gegenstände herumtragen ist gesund. Außerdem kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Das ist wieder so ein Unendlichkeitsrucksack, so eine Frauenhandtasche. Ja, ja. Da passen Körbe rein. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Na! Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Da passt auch ein Fahrrad rein. Da ist alles rein, alles. Drachen, Pflanzen. Nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Korb. Mit rechts, ne? Links. Hat er links gesagt? Ich dachte, ja, er rechts. Links. Ist sicher links, ja? Ja, ja, ja. Okay, links. Guck mal, links, Maus. Nein! Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur, Herausforderungen. Den kenne ich auch. Bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So Gott, ich finde das so süß. Es tut mir leid. Mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Benutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Oh, das kann ich gebrauchen. Warte mal los. Also, warte. Mausrad nach unten drehen. Denken Sie dran. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Ja. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen im Inventar benutzen. Ja, ja. Ja, do it. Einen der Gegenstände mit einem anderen. Ja. Das bringt auch den Kreislauf. Ja, okay, wir tun wir. Machen wir. Also, links. Links. Na, das war doch gar nicht so schwer. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und ging aber fix. Mal eben. Wie sich Ihr Puls beruhigt? Ja, ich weiß nicht. Ruhe total in mir selbst. Wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann, oder? Ich bin der Bastelbastel und ich habe da mal was vorbereitet. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Ah, jetzt bin ich verwirrt. Oder das Mausrad nach oben drehen. Oh Gott, so viele Möglichkeiten. Anklicken. Sehr gut.
Zeigen Sie das war's schon. Doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Oh, na bin ich so. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Ich glaube, ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Die hängt ab. Ja, so, nee. Also, man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Nutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf sie klicken. Oh Gott. Oh Gott, diese Aufgabe. Schaffst du das? Schaffst du das? Rechts, ne? Nee, ich glaube, es war links. Immer noch. Oh. Jerry, du hast den Korb. Ja. Ja, und der ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Ei. Kuchen. Brombeerkuchen? Nee, die stacheln so. Au, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Voll neumodisch. Herzlichen Glückwunsch. Haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Oh, ja, jetzt geht's ins harte Leben. Ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit, bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit... Wie der Mops im Haferstroh. Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Trockene Regentonne. Oh, das ist wieder so ein Spiel, da kann ich mich drin verlieren. Haustür. Fenster müsste da jetzt eigentlich die Mutter. Fahrrad hat keine Beschriftung. Haselnussschallbriefkasten. Was sollten wir sammeln? Brombeeren? Mhm. Wo finde ich die denn? Nee, wir sind Johannisbeeren. Ich tippe ja darauf, dass wir einmal ein Stückchen gehen müssten. Gut getarntes Geheimversteck? Entschuldigung, ich klicke mal. Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Gremlin-Wolf. Wie immer. Wer ist denn der Gremlin-Wolf? Mein Geheimversteck. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Welt wäre in Gefahr. Was haben wir denn da? Streichhölzer? Oh. Sehr richtig magisch. Und richtig meine magisch. Goldmünze. Wird immer magischer. Das Abenteuer kann beginnen. Sehr gut. Brombeeren pflücken. Oh, das machen wir besser wieder zu. Na, man sehr weiß gut. Ja nie. Nachher nimmt der Gremlinwolf noch meine Witterung auf. Was? Gremlinwolf? Was ist das? Oh, jetzt kann ich mir mein Inventar angucken, wa? Oh, guck mal hier. Es hat eine Goldmünze, doch ich raste aus. Verrotteter Knaller, sehr sicher. Kinder, immer schön verrottete Knaller benutzen und fest in der Hand halten, wenn sie die Streichhölzer dabei haben. Nicht loslassen, ganz wichtig. Ja. Man braucht nicht zwei Hände im Leben. Nein. Vorher gut anzünden. Schön festhalten. Die Notaufnahme heißt euch dann herzlich willkommen. Oh, den Drachen kann ich nicht anfassen, deshalb soll ich mal hier lang gehen? Ja, wir brauchen Brombeeren. Dann gehe ich doch mal hier lang. Machen wir eine halbe Stunde. Weil es die erste Folge ist? Ja, mal eine halbe Stunde. Ja, aber wir schnipsen auch noch was von ran. Ja, ja. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon. Laternenpfahl. Wie oft ich mir hier schon einen Splitter gezogen habe. Wie, was machst du denn mit dem Laternenpfahl? Wie zieht man sich in deinen Splitter? Dr. Pepper-Cola-Dose. Kann man die wegschmeißen? Die gehört da nicht hin. Einfach sein Müll in die Natur. Na. Ich sage nur... Was denn? Was wir ja noch spielen. Ja. Weg nach Hause. Waldkreuzung klingt doch gut. Nee, der Waldkreuzung Mauer. Ist hier unten, oder? Die Eulenmauer. Die führt bis zum großen Baum im Wald. Nach hier ist noch... Waldkreuzung oder so? Oder ist es hier? Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange, bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. Ich würde in den Wald gehen. Brombeeren wachsen im Wald. Da kennst du dich aus. Brombeeren. Du weißt ja, ich und die Natur... Wie Frage? Du gehst jetzt über das Fragezeichen? Na ja, gut, dann gehen wir Fragezeichen. Das ist doch der Wald, oder? Nee. Wie ruhig es hier ist. Als ob die Stadt meilenweit weg wäre.
Nee. So, aber sind wir irgendwie falsch jetzt die Brombeeren vorne gegeben? Was sagen wir? Guck mal, das sieht aus wie ein Gesicht hier, dieses. Siehst ja, du das? Ist niedlich. Das sieht aus wie so ein Quackmark. Ja, wie eine Ente oder ein. Nein, ein Froschen oder so ein Froschen-Reptilien-Dings. Hier hinten ist der Schwanz. Geh mal nochmal zurück. Ich geh mal nochmal zurück. Ich würde über diese Eulenmauer gehen. Kann ich darüber gehen? Die kann ich nur angucken, da kann ich nicht lang gehen. Ach so, nee, dann musst du da lang. Kann ich nur angucken. Hier kann ich auch nicht längs. Den nee, dann musst du da lang. Dann ist alles gut. Laterne hatte ich. Hier ist nix. Alles cool, dann. Weil vorne beim Haus waren ja keine Brombeeren, ne? Warte mal, was hing da im Baum gerade? Entschuldigung, aber. Was? Wo? Baum? Da hing was oben, aber. Eicheln, wa? Nee, Eicheln sind aber keine Brombeeren. Okay. Na, ja, vermutlich rechts, wa? So, wir gucken gerade mal, ob es hier irgendwas. Der alte Pfadbaum. Hier soll es einmal einen alten Wanderpfad gegeben haben. Vielleicht heißt der Baum deshalb Pfadbaum. Jetzt ist hier jedenfalls Sackgasse. Ja, weil da sitzt ja auch ein kleines Reptilienviech an. Oh ja, kriegst du mal an. Früher habe ich mich immer auf diesen Felsen gesetzt, weil er wie ein dickes Tier aussieht, das man reiten kann. Jetzt bin ich zu alt für sowas. Quatsch, für sowas ist man nicht zu alt. Hallo? Ich wäre die Erste, die drauf wäre. Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Leider nieft der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Ugh. Ja, steck ein. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Oh, kannst du den ins Wasser schmeißen? Muss ich damit irgendwas machen? Schmeiß den Tümpel. Mach mal, wa? Oh, ich leg den schweren Stein zurück. Aha, okay. Das geht echt in die Arme. Ja, wir sollen ja Frühsport machen, ja? Zwei doofe Eingedanke. Tümpel habe ich schon angeguckt, ne? Kannst du da hier ist Mauer? Die ist eine Mauer? Eulenmauer. Sie läuft mitten zwischen den Bäumen hindurch. Hm, und die Pilze da? Pilzkreis! In einem meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in Kreisform wachsen. In der Nähe von Eingängen zum Reich der Feen. Oh. Aber dort stand auch, dass Feen sehr, sehr unfreundlich sein können. Gut. Ich will lieber keine treffen. Nee? Wieso muss ich jetzt an den Film denken, Hilf mir mal gerade, den du nicht gesehen hast und den ich so furchtbar finde. Das Pan's Labyrinth? Genau, danke schön. Der als Fantasy ausgeschrieben ist, der ich aber finde, ein absoluter Du hast gesagt, der ist gruselig. Schrecklicher Film. Kreidebuch hatten wir auch noch nicht, ne? Kreidebuch. Kreidestein kann man echt gut zeichnen. Ich nehme mir einen mit. Oh, was für unsere Damenhandtasche. Man weiß ja nie. Bruch ist, Krümeliger Kalkstein. Krümelig auch noch. Na toll. Der aber hier kann man nicht weiter, ne? Krümel uns die ganze Tasche voll. Eklig. Nee, dann müssen wir zurück. Dann müssen wir wohl zurück. So geht das nicht. Jutti, also zurück. Wo sind denn die dusseligen Brüche? Ich will dieses Viech haben, diesen Stein. Ich finde den großartig. Gehen wir hier zurück. Ich finde die Musik so toll. Ich finde einfach alles gerade so toll. Aber da hängen doch nur Johannisbeeren, das sehe ich doch. Guck doch mal diese kleinen Staubpartikelchen. Das ist so. Das ist so süß. Oh, das ist so schön gemacht. Ich klicke einfach mal die Erdbeeren an. Oh. Süß und saftig. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Ich denke, ich soll Brombeeren suchen. Mach ich morgen. Schule. Können wir. Ja, klick jetzt mal was an. Ich stecke mir eine Karotte für später ein. Soll ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Auch kein Hase. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Sehr Anhand gut. Der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Was ist denn ein Gremlin-Wolf? Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscher-Club geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. Nee. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Mark? Naja, die haben halt... Ja, es spielt früher... Wo sind denn die verflixten
Klick mal hier noch, ja, guck mal da noch weiter. Ich klicke jetzt mal hier die Johannisbeeren an. Ja, das sind zwar keine Brombeeren, aber naja. Oh, die sehen echt lecker aus. Ich mag die Kerne in den Dingern ja nicht, ne? Oh, ich liebe die. Gezuckert. Och, nee. Ja, genau. Sauer. Deswegen zuckert man die ja. Ich immer wieder auf Johannisbeeren rein. Das muss an der knallroten Farbe liegen. Hey, die kann man auch frisch vom Strauch, wenn die so richtig reif sind. Was ist denn unten noch so? Was ist denn hier? Verlassenes Nest? Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Tja, vielleicht. Vielleicht kriegen wir das ja noch mit. Wir suchen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter nach den, was waren es jetzt? Brombeeren. Und wir hoffen, dass ihr in diesem zuckersüßen Spiel wieder mit dabei seid. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.